Der Gedanke Gesundheit wird natürlich auch aufgenommen, gemeinsam mit dem Klinikum. Wir haben bisher schon über 40 Anmeldungen. Etwa 10, 15 Mitarbeiter werden wir noch brauchen. Heute große Grundsteinlegung hier für die neue Kita am Karl-Thiem-Klinikum. Sie sind der künftige Betreiber. Was wird hier konkret entstehen? Hier entsteht jetzt eine betriebsnahe Kindertagesstätte, das heißt für das Karl-Thiem-Klinikum ein besonderes pädagogisches Konzept, das zwei Sachen beinhaltet. Einmal, dass die Kinder, die hier betreut werden, praktisch im Rahmen eines guten pädagogischen Konzeptes die Lebenswelt ihrer Eltern kennenlernen, die mit nutzen können für ihre Bildung. Und auf der anderen Seite, dass die Eltern dann auch stressfrei eben halt arbeiten gehen können und sich hier engagieren können, ohne dass sie jetzt eine Sorge haben müssen, wo und wann werden ihre Kinder betreut, also auch in Randzeiten, in erweiterten Öffnungszeiten. Wenn man das jetzt alles bedenkt, gibt es da so ein besonderes Konzept, wie auch Inneneinrichtungen dann gestaltet wird und so weiter? Ja, das Innenkonzept wird jetzt zusammen mit dem Kita-Team gestaltet. Es sind heute auch mehrere Mitarbeiter schon von uns anwesend, die dazugehören werden. Und das wird dann genau auf dieses Konzept, das ist ein Reggio-Konzept, angepasst. Wir werden groß in einer Familie und die Familie ist das Karl-Thiem-Klinikum. Das heißt, nimmt man vielleicht auch so den Gedanken Gesundheit auf in dem Gesamten? Ja, der Gedanke Gesundheit wird natürlich auch aufgenommen, gemeinsam mit dem Karl-Thiem-Klinikum. Ich sagte ja, die Kinder sollen die Lebenswelt ihrer Eltern kennenlernen. Und damit werden wir dann auch hier mit verschiedenen Einrichtungen kooperieren, gemeinsame Projekte gestalten und machen, sodass wir auch voll und ganz den Campus dann in die Arbeit der Kita mit einbeziehen werden. Machen wir an anderen Stellen auch schon, zum Beispiel an der Universität Potsdam, wo Professoren mit den Kindern forschen gehen und alles. Also, und hier werden wir eben halt das Thema Gesundheit, Gesundheitswesen hier dann bearbeiten. Ist die Kita denn eigentlich auch offen noch für weitere Eltern, auch vielleicht nicht jetzt unbedingt Mitarbeiter sind jetzt hier vom Karl-Thiem-Klinikum? Also zunächst mal ist es Karl-Thiem-Klinikum, aber es wird auch für andere Eltern offen sein. Soweit hier Plätze frei sind, werden wir, die Plätze sind ja 168 vorgesehen, werden wir diese Plätze auch mit jedem anderen Elternteil aus der Stadt Cottbus hier besetzen. Und nochmal zur Mitarbeiterstärke, die hier dann eingesetzt wird ihrerseits? Momentan haben wir 20 Mitarbeiter jetzt erstmal dafür eingestellt, aber endgültig werden es dann knapp über 30 Mitarbeiter hier sehen. Können Sie noch welche gebrauchen oder haben Sie schon alle? Nein, wir haben noch nicht, also 20 haben wir schon und etwa 10, 15 Mitarbeiter werden wir noch brauchen. Kommt drauf an, die Mitarbeiter sollen ja auch ihre Wünsche hier äußern. Wollen sie in Teilzeit arbeiten, wollen sie Vollzeit arbeiten und darauf kommt es eben halt an, wie viel man denn noch braucht. Für uns ist diese Kita bedeutet Zukunft. Wir haben uns letztes Jahr 4 Kernschwerpunkte gegeben und einer unserer Kernschwerpunkte, der uns leiten soll für die Zukunft, ist attraktiver Mitarbeiter. Und ich glaube, wir brauchen es zwingend, um als attraktiver Arbeitgeber gute Beschäftigungsbedingungen für unsere Angestellten und Mitarbeiter zu haben und zu schaffen. Wir haben ja im Moment eine sehr gute Kooperation mit der Kita Freundschaft. Und derzeit sind ca. 100 Kinder von Mitarbeitern von uns in der Kita Freundschaft untergebracht. Und die werden nicht alle eins zu eins wechseln, aber wir wissen, dass der Bedarf da ist. Wir haben bisher schon über 40 Anmeldungen. Und wir sind jetzt ein Jahr vor Eröffnung. Also von daher, der Bedarf ist auf jeden Fall da. Schauen wir noch ganz kurz auf die Rahmendaten. Wann wird es jetzt hier Richtfest geben und wann ist dann die Eröffnung geplant? Beim Richtfest überfordern Sie mich. Also ich gehe mal da davon aus, dass wir dieses Jahr im Spätsommer Richtfest feiern. Aber in Betriebnahme 2020, März.